2 Siege in Folge. Das erste Mal, dass wir das geschafft haben und vielleicht schaffen wir auch noch weitere. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück bei FIFA 23 in der Managerkarriere mit dem Dream FC, wo wir heute ran müssen gegen den aktuell Tabellensechsten Ponferradina. Es wird keine leichte Partie, aber wenn man sich überlegt, wir haben in der letzten Woche gegen den Tabellenachten gewinnen können. Ich denke mal, wenn wir genauso auflaufen wie auch in dem Spiel, dann wird es heute ja hoffentlich ähnlich aussehen. Ich glaube, wir können heute mal wirklich in unseren Standard-Heimtrikots auflaufen. Man mag es ja gar nicht glauben. Aber das sollte zu unterscheiden sein, glaube ich. Möchte ich was umstellen? Ich würde mal sagen, Bino Gittens bleibt heute draußen von Anfang an. Dafür übernimmt Romero. Ne, wir machen es anders. Bino Gittens. So. Schumacher macht Pause. Bino Gittens rückt auf links und Romero geht auf rechts. So starten wir heute gegen Ponferradina, die Lukaku und Kovnatski haben. Sind das... Wie heißt der Bruder von Romelu? Jordan? Ist das Jordan Lukaku? Das könnte auf jeden Fall sein. Und Kovnatski war ja mal bei Fortuna Düsseldorf? Und bei Schalke? Ich bin gerade raus. Nee, Kovnatski müsste, glaube ich, nur Düsseldorf gewesen sein, oder? Ja, 48 Tore in 18 Ligaspielen. Noch mehr Gegentore haben wir kassiert. Und Ponferradina, oh Gott, die beste Verteidigung. 16 Gegentore in 18 Spielen. Also auch wieder stark gegen stark. Beste Offensive gegen beste Defensive. Gleichzeitig aber auch beste Defensive gegen schlechteste Defensive. Im Estadio Oso de la Pata. Ich finde, der Name passt, also der Name klingt immer noch super cool. Und wir beginnen mit einem doppelten Anstoß, komm. Let's go. Okay. Ich dachte jetzt, ich hätte irgendwas, da wäre irgendwas verbuggt. Ich hasse das, ey. Ich will doch einfach nur quer spielen. So, man merkt aber, Ponferradina geht schon mal ganz anders diese Partie an. Ich fühle mich früh angelaufen. Und abseits Bino Gittens. Sehr schön, Arda Güler. Steckt durch für Lazetic. Das war kein Abseits. Und Lazetic. Schade. Da habe ich jetzt zumindest auf eine Ecke gehofft, aber da versuchte er nochmal selbst an den Ball zu kommen. Och, schade. Ball bleibt im Feld. Und Van de Voort muss ran. Leitet mit seiner Parade aber auch sofort den Gegenangriff ein. Luca Romero ist dran. Luca Romero setzt sich gut durch. Macht das 1:0. Und ich habe die Torhymne mal ein bisschen angepasst. Schön, wer hier noch diesen Haken schlägt und den Ball dann einfach im langen Eck versenkt. Tut dem sicher auch mal richtig gut, von Anfang an zu starten.
Man sieht's ja, ne? Er bedankt sich direkt mit diesem Treffer. Tor Nummer 1 im 14. Spiel, das er für uns spielt. Kovnatski. Und Sertemir jetzt nimmt Ada Güler mit. Der raus für Beino Gittens. Ein schöner Ball, Lazetic. Und dann weiß niemand so recht, wo er oder wer rangehen soll. Oh, Kovnatski. Und sehr stark von Van de Voort. Das war genau die richtige Situation, wo ein Keeper weit rauskommt. Und irgendwie laufen die ständig anders, als ich es denke. Kovnatski. Oh, shit. Espiao und Van de Voort. Luca Romero. Schiebt den einmal quer rüber und immerhin noch der Abschluss von Beino Gittens. Ich sag mal, so viel fehlte da jetzt nicht. Aber da wäre der Keeper auch sicher da gewesen. Es sei denn, das hätte ihn komplett überrascht. Freistoß für was auch immer. Fand ich jetzt eigentlich nicht unbedingt foulwürdig. Oder dieses Pfiffes würdig, aber egal. Schöner Ball von Taylor auf Luca Romero und der mit dem 2-0. 26. Minute. Wir führen mal wieder mit 2 Treffern. Und es ist natürlich auch eine Ansage von Romero, lass mich öfter von Anfang an spielen. Trotzdem darf man bei dem Tor nicht vergessen, schön rausgespielt, beziehungsweise schön den Ball durchgesteckt von Kenneth Taylor. Kovnatski jetzt. Verliert den Ball gegen Christiansen. Kovnatski. Espiao. Kovnatski und Van de Voort. Sanchez. Ah, verliert den Ball gegen Lukaku und das könnte tatsächlich der kleine Bruder von Romelu sein. Lukaku. Espiao, Kovnatski. Ballverlust gegen Sanchez. Lazetic. Oh, stark. Und Lazetic 3-0. Was für eine Bude. Haben wir den Code geknackt?
wie er diesen Ball annimmt und mitnimmt und den dann einfach im Tor versenkt. 3:0 gegen Ponferradina. Espio. Sertimir. Oh, Lukaku hält den Ball im Feld. Castellano. Wieder Castellano. Lukaku. Und Christiansen ist im Weg. Güler. Für Lasetic weiter. Für Beino Gittens und der kriegt ihn sogar. Und 4:0. Sertemir mit dem 4:0 vor der Pause noch. Was passiert hier gerade? Oh, Espiau geht runter. Oh, ein Wechsel in der ersten Halbzeit ist aber auch schon böse. Und für ihn ist Juri drin. Scheint aber wohl offensiv für offensiv gewesen zu sein. Also keine Defensivverstärkung auf irgendeiner Weise. Lukaku. Kovnatski. Oh, Collins. Und dann steht es zur Pause. 4:0. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Ganz ehrlich. Außer, dass wir unsere Angriffe gerade super zu Ende spielen, dass wir einfach auch klasse verteidigen und Ponferradina scheinbar nicht mit sowas gerechnet hat. Und nahm die Collins, ja. Business as usual an der Stelle. Jetzt haben wir Christiansen. Kann mal zeigen, was für ein Flankentalent er denn ist. Und wir sehen in zwei Fällen, vielleicht sollte er das noch üben. Medina. Castellano. Pascanu. Medina. Ah, Taylor ist zur Stelle. Und Taylor ist auch noch ein zweites Mal zur Stelle. Lux hier dem Verteidiger den Ball ab. Lasetic. Nimmt doch mal Sertimir mit. Haut das Ding an die Latte. Sertimir. Und Makarice. Eine gute Aktion. Jetzt Taylor mit dem Eckball. Und Lasetic mit dem Kopf. Nächste Ecke. Kommt gleich. Jetzt darf sich der Keeper mal ein bisschen auszeichnen hier. Paris Adot. Ballverlust gegen Christiansen. Spielen sie hinten rum, Makarice. Castellano. Lukaku.
Ja, der hat eigentlich das Tempo, spielt aber nochmal zurück. Die wissen gerade nicht so wirklich, was sie gegen uns ausrichten sollen, habe ich das Gefühl. Bino Gittens. Lazetic. Warum denn nicht? Trotzdem kriegt er jetzt eine Pause. Hat ein klasse Tor erzielt. Aber ich glaube, Navarro könnte nochmal das ein oder andere Ding für uns hier zu Ende spielen. Sertimir geht auch runter, für ihn kommt Johannesson. Sieben zu zwei Schüsse aufs Tor. Und vier davon haben bei uns gesessen. Unter anderem zwei von ihm hier. Und der ist stark gespielt. Navarro. 5 zu 0. Romero sammelt Scorerpunkte. Schön gespielt. Dann super den Ball angenommen. Und Volley aus der Luft. Ist für Navarro gar kein Thema. Aber es ist heute auch einfach ein Spiel, da läuft es. Wir hatten schon mal ein 6 zu 0 gegen den FC Andorra. Also es ist noch nicht das höchste Ergebnis, was wir jemals hatten, aber es fühlt sich in der aktuellen Phase doch sehr gut an, endlich mal wieder in einem Spiel so dazustehen. Medina. Lukaku. Oh, gut gemacht und die Möglichkeit für Ojeda. Ja, trifft den Ball auch nicht richtig. Van de Voort peitscht seine Mannschaft nochmal nach vorne. Und dann ist das klasse gespielt. Bino Gittens holt die nächste Ecke raus. Wird wieder ausgeführt von Taylor. Ja, solche Sachen kann man jetzt einfach mal versuchen. Ich glaube, da gab es eine Auswechslung bei Ponferradina. Kann das sein? Es wirkt jetzt gerade irgendwie so. Aber ich habe mich im letzten Spiel auch schon geirrt. Lukaku. Schön abgelaufen von Sugawara. Ah, Romero mit dem Stürmerfoul. Ein bisschen zu ruppig da in den Mann gegangen. Oh, jeder mit der Hereingabe. Und einfach nur rausgebolzt. Juri. Medina. Kovnatski. Und den nimmt Van de Voort auf. Aber Abwürfe wollen heute trotzdem nicht klappen. Lukaku. Juri. Kovnatski. Und der macht nochmal den Anschluss. 1-5. Und sie feiern es, als wenn sie gerade in Führung gegangen wären. Jetzt werden wir gleich sehen. Oder auch nicht. Ob es David Kovnatski war. Bino Gittens. Direkt wieder im Angriff.
für Romero. Gutes Auge. Gutes Auge, guter Fuß. Und Taylor. Güler. Johannesson. Außenpfosten. Juri. Ja, Vorteil abgepfiffen. Es gibt den Freistoß für Ponferradina. Etwas weniger als 10 Minuten auf der Uhr. Kann man aber durchaus vorstellen, dass auch noch 2-3 Minütchen Nachspielzeit da gleich stehen werden. Lukaku. Ach komm. Das ist eine unglückliche Ecke gegen uns. Also, aus unserer Sicht ist die Ecke unglücklich. Ah, jetzt ein Doppelwechsel hier. Medina und Castellano gehen runter. Die beiden Namen, die draufkommen, habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt. Bei uns kommt auf jeden Fall, Entschuldigung, Hernandez für Güler. Puyol. Und Nwakali. Sind gekommen bei Ponferradina. Jetzt bei Nogittens. Ach komm. Ja, schön direkt gespielt und es hat auch noch, oder es funktioniert auch noch. Navarro, schade. Das ist unglücklich. Ich dachte, wir kriegen hier noch so weit gestört, dass Van de Voort einfach ja, den Ball wegtreten kann. Das ist nochmal das 2:5. Aber wir werden uns alle erinnern, auch dieses Ergebnis hatten wir bereits am ersten Spieltag gegen die zweite Mannschaft von Villarreal. Da gab es ja auch ein 5:2 für uns. Bino Gittens. Ah, versucht jetzt hier nochmal einen kleinen Sololauf. Der dann an dieser Stelle auch vorbei ist. Genauso wie auch das Spiel. 5:2 ist der Heimsieg gegen Ponferradina. Durch eine herausragende Anfangsphase, vor allem hier durch Luca Romero. Und ich glaube, wir gehen heute mal ins Interview. Malaga, Teneriffa 1:1 übrigens und Cartagena gegen Alba 1:2 am Ende. Und stellt mir bitte Fragen. Tengo varias preguntas que hacerle, pero antes me gustaría darle las gracias por su tiempo. Romero hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Und wir sehen, der Junge muss aufgebaut werden. Romero hat mich heute wirklich beeindruckt. Das war eine super Leistung. Heute hatten alle mit einem engen Spiel gerechnet. Sie auch? Das war heute ein enges Spiel zweier ausgeglichener Teams, aber wir haben uns durchgesetzt. Das Ergebnis drückt das gar nicht mal so richtig aus. Sie haben heute trotz eines mäßigen Auftakts mit 3 Toren gewonnen. Waren Sie nervös, als Sie in der ersten Hälfte nicht treffen konnten? Und das ist wieder so eine dumme Frage, denn wir haben in der ersten Hälfte 4:0 geführt. Das Ergebnis freut mich natürlich, aber das haben wir jetzt schon abgehakt. Unser Fokus gilt bereits der nächsten Aufgabe. Denn wir schauen, und jetzt 2 Euro ins Phrasenschwein, von Spiel zu Spiel. So, das katapultiert uns doch einfach mal auf Platz 11 hoch. Und als nächstes müssen wir ran gegen Huesca. Ich guck mal gerade in die Tabelle so komplett rein. Ja, Torverhältnis minus 1. Huesca auf der 18.
Und 25 Punkte. Alba hat fast doppelt so viel auf dem ersten Platz. Wird schwierig. Ich glaube, das wird sehr schwierig, da noch irgendwie ranzukommen. Obwohl, 6 Punkte bis zu Ponferradina auf der 6, ne? Platz 3 bis 4, das, 3 bis 4, 3 bis 6, das sollten eigentlich so, oder sollte eigentlich so unser Ziel sein. Ich glaube nicht, dass wir die ersten beiden Plätze noch belegen können, selbst wenn wir so weitermachen. Denn Rückschläge werden so oder so nochmal kommen. Ich denke mal, 3 bis 6 sollte unser Ziel sein. Und dann wird es vielleicht doch noch was mit zweite Saison und direkt Primera Division. Wir haben noch einmal Post von Romero, schätze ich mal. Natürlich. Danke, dass Sie mich wieder in die Mannschaft aufgenommen haben. Ich muss nicht jedes Spiel spielen, aber ich brauche Einsätze, denn sonst muss ich den Verein wechseln. Du machst das schon ganz gut, aber bleib auf dem Teppich. Um dir einen Platz im Team zu verdienen, musst du hart arbeiten. Ja, hart arbeiten werden wir dann auch im nächsten Spiel gegen Huesca. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.